Wir reden heute über den neuen Profiliner mit Tier-Zollverschluss. Wofür genau steht Tier? Tier steht für Transport International Routier, also der französische Begriff für internationaler Straßengütertransport. TIR ist ein zollrechtliches Versandverfahren, das den Transit von Waren vornehmlich in die Gussstaaten und in die Türkei regelt. Wenn beispielsweise ein Transport von Werlte nach Izmir geht auf dem Landweg, wird das Fahrzeug nicht an allen Landesgrenzen kontrolliert, sondern lediglich im Bestimmungsland respektive Bestimmungsort. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das Zollsiegel unversehrt ist. Bei einem Tiertransport ist es verpflichtend, dass das Tierschild geöffnet ist. Und dem Zoll muss es möglich sein, dass der komplette Aufbau verblombt wird. Dies geschieht mit dem sogenannten Zollseil. Das Zollseil umläuft den kompletten Aufbau, wird durch die Planenkrampen geführt und am Heck werden die beiden Enden zusammengeführt und vom Zoll verblombt. Der Abstand zwischen zwei Planenkrampen muss so gewählt werden, dass hundertprozentiger Durchgreifschutz gewährleistet ist. Durchgreifschutz bedeutet, dass nach dem Verblomben definitiv keine Schmuggelware in den Frachtraum gelegt werden kann. Ein wichtiges technisches Detail ist die aufgesetzte Aluminium-Tierschiene mit den eben genannten Planenkrampen. Da diese Schiene aufgesetzt ist, können wir nicht mit dem sonst üblichen Multilock-Außenrahmen die Ladung sichern und müssen daher auf 28 in den Außenrahmen eingelassene Zuringe zurückgreifen. Durchgreifschutz muss natürlich auch im Dachbereich gewährleistet sein. Dazu wird im vorderen Teil des Fahrzeugs die Dachplane fest mit der Dachhaube vernietet. Darüber hinaus arbeiten wir bei dem Profiliner TIR nicht mit dem sonst üblichen 125 mm hohen Aluminium-Außenbaum, sondern verwenden den 190 mm hohen Außenbaum des Megaliners. Wir erreichen dadurch eine maximale Überlappung von Außenbaum und Seitenplane. Und in Kombination mit den TIR-Abdeckkappen bestehen wir auch mühelos den sogenannten Zigarettenschachteltest. Heißt konkret, dass Schmuggelgut selbst in der Größe einer Zigarettenschachtel nicht unbefugt in das Fahrzeuginnere gelangen kann.